Oh, wir haben fünf Pinkeler. Das heißt, hier bricht gleich die Hölle aus. ja, kein Mitleben. Was war das denn? Was ist denn jetzt hier unten explodiert? War aber doch vorhin, oder? Oh, das sieht auch sehr nice aus. Und ist ja hier nichts vorbei. Ne, das ist nicht derselbe Raum. Das ist eine andere Palette hier. Ja, die dort. Zum drüberklettern. Und hier fahren ja jetzt auch heiße Metallklötzchen rum. Wahrscheinlich zum Pressen oder zum Walzen. Alle liegen wohl mit einer Nate hier. Ja, sah doch gut aus. Gleich ein bisschen umdekoriert. Geht schon aus, blödes Feuer. Dann Bock halb zu verrecken. Weil ich ins Feuer latsche. Dann eine neue Nate. Oh mal, sehr nice. So. So, geht's weiter hier. Wollen die mir einen scheiß Minen jedes Mal? Wirklich bauen die sowas in so einem Spiel ein, Alter. Das ist ja so unnütz, einfaches. Noch einen anderen. Wir müssen 100 Pro durch die Tür. Ah, Munition fürs Präzisionsgewehr, okay. Rotgamma, bestätigt. Na, wo bleibt er? Ich weiß nicht mehr, was wir das letzte Mal gespeichert haben. Ja, geht noch. Geht ja noch. Explodiert sowieso, aber braucht gar nicht schießen. Na gut. So, jetzt war der, glaube ich, da hinten am Fenster. Jawohl. Ja, Tür. Mensch.
Heute der Arm weh vom auf den Tisch lehnen. Ich sitze halt definitiv schon zu lange hier dran. Müssen wir runter? Na, sieht doch ganz danach aus hier. Ich habe eigentlich mit Besuch gerechnet, ab dem Moment, wo wir am Fußboden berühren. Geil. Scheiße. Mit den Hampel noch mal killen hier und nachladen. Okay. So, was können wir da hinnehmen? So. Warum müssen wir hier lang gehen? Hä? Und da ist ein Knopf. Ich meine, mit leicht durch die Tür. Ich will wissen, ob ich das wieder hoch machen kann hier. Nee. Ja, schön, dass der Stab nur ein kleines Stück zurückrollt. Optimal, würde ich sagen. Aber warum haben wir so viel Munition für das Scharfschützengewehr bekommen? Wenn wir sie bis jetzt noch gar nicht gebraucht haben. So, ich werde mal kurz mal versuchen, hier alles ein bisschen näher zu rücken. Hier mal dieselbe Stelle hier vom Arm auf dem Tisch liegt. Auf der Tischkante. Ach, komm schon. Was war das? Granate? Hm. Oh, noch eins nehmen. Ja, ich würde sagen, gekonnt, ne? Komme ich hier hoch? Ich glaube nicht, dass ich hier hoch soll, oder? Ja, was? Mollo. Also auf jeden Fall haben sie einen Weg zurückgebaut, aber... So eine klar, ja, ich kann auch da hoch. Ich hab's nur wieder völlig falsch gemacht. Ja, ja, man muss sich ja nicht immer an die, ich sag mal, an die gewollten Wege der Entwickler halten. Ist ja langweilig, kann ja jeder. Ah, zwei! Zweiten habe ich gar nicht. Oh, wieder nicht gesponsert! War Mann, ey. So, den Molle holen wir uns aber. Mann. Bewegen wir uns in die Gefahrenzone.
Ja, Gefahrenzone. Bla 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 bla. Ist so eine Art Hobby von euch. Und die Tür ist so. Aber probieren müssen wir es ja, ne? Was soll denn das? Der Monitor zeigte mir den Weg. Mal zu denen hier rüber. Nee, will er nicht auf den Monitor gucken. Mach den scheiß Schrank auf, Junge. Prozessdiagramme füllten die Bildschirme des Kontrollraums, alle, bis auf einen. Ein Aufzug mit dem Namen D6 auf einem der Bildschirme, irgendwo voraus. Mal Glück, hat lange gebraucht zum Rumdrehen. Waren wir hier vorhin nicht? Nee, oder? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ja. Malerweg ist das halt Weichkäse. Und dann die Stahlplatten verladen. Oder gestapelt, so immer. Naja, genau. Und kleben die alle aneinander, die Platten. Mach das Brett auf. Munition M79 haben wir aber noch. Oh doch, wir haben den. Dann haben wir den denn aufgesammelt. Nur zu wissen. Gar nicht mitgekriegt. Wir nehmen die ganze Zeit den Colt Kommando. Einfach weil wir viel Munition haben, für das Ding. Ach, Kollege. Was machst du denn dort? Vor allen Dingen, wie schlau ist das denn, sich hinter so ein paar Minen zu stellen? Ich meine, halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht für den besten Plan. Schon wieder Minen hier, oder was? Aber ich soll, ja, Ofensteuerung zerstört. Und ich vermute mal ganz stark, dass ich jetzt gleich da rein soll. Das sind noch mehr Minen. Kann ich die nicht sehen? Ja, komm.
ein starker Wagen. Ah, komm. Shit. Mann, 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 Mann. Ja, sitzt keiner drin. Oh, speichern. Das ist eine sehr gute Idee gerade. Wir wären fast gewesen. Was? Nein. So weit ist es nicht mehr. Und die Ofentore geschlossen. Das war wieder Sicherheit und Ordnung hergestellt hier. Ne. Muss ich jetzt wieder zurück? Oh, ich hab Bock drauf. Warum warten die immer hinter mir? Hä? Warum macht ihr das? Seid ihr irgendwie besoffen oder so? Mach ja bloß, ne? Ach komm, müsst ihr mehr treffen oder was? Boah, wirklich? Oh, wie viel war das denn, bitte? Hier geht's wieder lang. Könnte ich eigentlich ursparen, wenn die das schon einmal gemacht haben, weißt du. Schon ein bisschen ausgelutscht. Ja, mal schnell einen Schluck trinken, ja. Wie ist das Pappmaul irgendwie? Oh. Jo, wir haben ja schnell zwischendurch geguckt, ob bei der Aufnahme alles in Ordnung ist. Sieht aber sehr gut aus. Ja, kannst du behalten. Was ist jetzt Damage gemacht? Ja, hat. Er spinnt wohl. Du hast wohl übel in einer Waffel, Kollege. Oh, D6. Sind schon da.
Wir sind ja schon da. Man muss eigentlich mal pinkeln. Nur um das mal klarzustellen, ne? Gehe zum Block in Position. Wir wissen nur nicht, wo jetzt aufgeht. Entweder am Fahrstuhl oder hinter uns. Ach ja, komm. Oh Mann, wie schlecht kann man eigentlich sein? Ich hab da eine Idee. Kollegen, ihr seid tot. Wollte ich jetzt nur mal so erwähnen. Ja, ich würde sagen tot, ja. Ja. Schadensbericht. Einige auf der linken Seite. Es sind immer die auf der linken Seite. Kapitel 3, Deep Six. Ich spielte den Part des berühmten Detektivs Bogart als Marlowe oder als Sam Spade auf der Suche nach dem Malteserfalken. Kein Geheimnis war von mir sicher. Ich folgte dem Pfad der Hinweise bis hin zur endgültigen Lösung, selbst wenn er mich tief hinunter in die kalten Katakomben eines Grabes führen sollte. Sieht ein bisschen aus wie bei James Bond. Meine Männer sind noch da drin. Wieso das hier Operation Dead Eyes heißt? Was eine fiese Fresse. Oh mein Gott. Okay. Los geht's. Aber wie viel Schuss? War da bloß einer? Oh, das ist doch traurig. Wir das ab. Das Logo auf dem Boden schon mal gesehen. Das US Army MCM MCMXCI. Was Protect Valhalla. Unter dem Stahlwalzwerk befand sich ein alter Bunker. Ich kannte das Militärabzeichen auf dem Fußboden. Ich hatte 1000 Variationen dieses Zeichens auf den verrotteten Ziegelwänden der Stadt gesehen. Anstelle des Schwertes eine Spritze. Projekt Valhalla. V für Valkyr. V für Valhalla. Das las ich wie eine gottverdammte Verschwörungstheorie. Ich habe zum ersten Mal gesehen, dass es da eine Maus gibt. So, können wir das irgendwie abbrechen? Hallo? Alter 4, Junge. Wer rot, eins grün. Wir probieren die roten. Kann ja nie wissen. Ja. Hab ich doch vorher gesagt. Warum machen wir so einen Schwachsinn? Scheiße. Egal. Speichern. Direkt neben euch explodiert, Kollegen. Okay, hier werden also Drogen im großen Stil produziert. Ja, geht klar, ne? Jetzt geht die Munition für die Kommando langsam aus. Haben wir das? Nein. Kommen wir nicht durch. Krass.
Das ist ja mal Menge, ja. Überlegt, wie viel die im zweiten Kapitel für 4-5 so eine Behälter bezahlen wollten, Koffer voll Geld. Dann weiß man, was das hier wert ist. Hallo, die Tür geht nicht mehr zu. Ich hätte da eine Idee, wieso. Schade. Ich hätte gehofft, dass hier vielleicht irgendwie was kaputt geht, wir was finden, aber nein. So, hier war rot, jawohl. Okay, die haben die Terminals zerstört und sind praktisch auf dem Rückzug. Ja. Block A, Block B. Ja, gehen wir erstmal hier vorne gucken. Und wir haben ein grünes Terminal. Hatte vor seinem Tod die Arbeitsstation benutzt. Die Halbwertszeit der Laborrate hatte online geendet. Sein Passwort blinkte noch auf dem Schirm. 665, der Nachbar des Teufels. Okay, wir müssen wahrscheinlich von der anderen Seite ran. Ist ja was? Nicht eine Tür? Alles zu, schade. Mal speichern. Ah, wir werden eh nicht weitergekommen. Noch weiter runter. Natürlich wieder Spitzenpunkt zum Speichern. Wenn da jetzt Gegner gestanden hätten, wären wir doch voll am Eimer gewesen. Was macht er eigentlich? Drückt er da einfach irgendwelche Tasten? Das stellen wir vor, so, oh ja, hier fliegt alles in die Luft, komm, wir haben mal ein bisschen auf einer Tastatur rum. Block B.